Die Chorusakademie in Braunschweig feierte ihre Theater- und Premierenaufführung mit dem Stück Die Weihnachtsgans Auguste. Eine weihnachtliche Theateraufführung für Groß und Klein von Wieland Koch nach einer Erzählung von Friedrich Wolf. Regie führte Alexander Moskwin. Die Weihnachtsgans Auguste. Tja, es geht darum, dass da ein Opernsänger nach Hause kommt und eine lebendige Gans nach Hause bringt, die er natürlich zum Festmann auch verzehren möchte. Ich freue mich bei so einer vorzüglichen Familie wie den Löwenhaupts, das Festtagsmahl zu werden. Zu Weihnachten natürlich. Das Problem dabei wird, dass die Familie was dagegen hat. Die Mutter, die Kinder. Tja, und der Löwenhaupt, der schaut natürlich in die Röhre. Ich verstehe. Immer die Kinder. Ich muss immer irgendwo da hinten einstehen. Nein, Schluss jetzt. Die Gans kommt auf den Weihnachtstisch. Basta. Oh, wie spannend. Eine Surprise, eine Überraschung. Ich bin das Au-pair-Mädchen Therese und Therese versucht ein bisschen Harmonie in die aufbrausende Familie zu bekommen, hat aber auch so manchmal ihre Seiten, dass sie ein bisschen aufbrausen wird, sodass es nie langweilig bei der Familie Löwenhaupt ist. Beste Freundin zu ermorden! Ich bin Michelle und ich spiele in diesem Stück die Weihnachtsgans Auguste. Und ich spiele dort drin eine Gans, die gekauft wird von dem Opernsänger Luitpold Löwenhaupt. Und dann freunde ich mich mit den Kindern an und so. Aber die wollen dann nicht, dass ich geschlachtet werde. Und Luitpold versucht dann immer, mich zu schlachten und mich auf die Festtagstafel zu bringen. Aber die Kinder lassen das nicht zu. Und dann am Schluss werde ich wie ein Familienmitglied. Ich bin der Peterle in dem Stück, der Kleinste aus der Familie. Und ja, ich habe halt gesehen, dass der Vater ein Geschenk mitgebracht hat. Und Auguste ist jetzt meine Freundin halt. Ich habe mich dann mit Auguste angefreundet und ja, Papa will sie versuchen, immer weiter zu schlachten und wir wollen das verhindern. Und dann stricken wir auch einen Pullover für sie und ja, dann ist sie halt zum Familienmitglied geworden und meine beste Freundin. Ich bin die Angelina und spiele die Gerda Löwenhaupt. Ich bin Luise Löwentraubt. Ich bin die Mutter von 3 Kindern und ich bin eine Professorin. Ich bin die Sarah. Ich spiele die Rolle von Ellie, die freche Teenie-Tochter, die ganze Zeit Sprüche klopft. Und ich mache hier mit beim Chorus Theater, weil ich einfach Lust darauf hatte, mal Theater zu spielen. Und dann dachte ich mir, hey, ich spiele hier mit. Schließlich muss man doch was fürs Herz tun. Am 21. und 22. Dezember, jeweils um 11 und 15 Uhr, haben Sie noch die Möglichkeit, die Vorstellung zu besuchen.